Hi, ich dachte, es wird mal wieder Zeit für einen Augencreme-Vergleichstest. Und zwar habe ich das vor, glaube ich, 2 Jahren schon mal gemacht und seitdem hat sich viel verändert. Ich habe mich durch viele Sachen durchgetestet und das ist nicht mehr so ganz aktuell. Da das Video aber damals ganz gut angekommen ist und ich weiß, dass nicht nur ich mich mit 37 Jahren mit Augenpflege beschäftige, einfach nur weil unsere Haut natürlich immer älter wird und zu Trockenheitsfältchen neigt. Habe ich mir gedacht, könnte ich ja mal wieder meine Erfahrungen mit euch teilen. Das Ding ist, mein ganzes Gesicht ist relativ ölig und unter den Augen habe ich wirklich die pure Sahara. Der absolute Wahnsinn, wie trocken meine Haut da ist. Und wenn ich da keine Pflege drauf packe, dann ja, sehe ich echt umelalt aus. Ich würde sagen, ich starte mal durch, wenn ihr Bock auf das Video habt. Es könnte ein bisschen länger werden, weil ihr wisst ja, ich quatsche unheimlich gerne, dann bleibt unbedingt dran. Was soll ich sagen? Ich habe mir ein paar Informationen aus dem Internet gezogen, damit ich euch auch eine fundierte Aussage, dass ich fundierte Aussagen darüber treffen kann, was diese Cremes können. Es geht bei mir in erster Linie darum, wie gut habe ich diese Creme vertragen? Wie gut funktioniert die mit meinem Hauttyp? Dann habe ich die Sachen gecode-checkt. Code-checkt bedeutet natürlich in keinster Weise, dass ich Wissenschaftlerin bin und Ahnung habe von diesen ganzen Inhaltsstoffen, die in diesen wahnsinnig langen Inhaltsstofflisten aufgeführt sind. Und deswegen zerreißt mich bitte nicht in den Kommentaren, sondern es ist das, was ich für mich rausgefischt habe, die Informationen, die für mich wichtig sind. Alle Produkte haben sehr viele sehr gute Inhaltsstoffe. Einige davon haben aber auch ein paar sehr bedenkliche, die heutzutage einfach nicht mehr sein müssen. Und ich habe danach geschaut, beziehungsweise habe versucht herauszufinden, sind diese Produkte tierversuchsfrei und funktionieren die unter Make-up? Für welche Tageszeit sind sie mehr geeignet? Und da rede ich von meinen eigenen Erfahrungen. Und das heißt nicht, ich möchte euch meine Erfahrungen aufs Auge drücken, sondern ich möchte sie einfach nur mit euch teilen. Vielleicht könnt ihr ja was mit dieser Information anfangen und findet ein Produkt für euch, das genauso gut funktioniert wie für mich, wenn ihr versteht, was ich meine. So, und ich starte jetzt auch direkt durch mit dem teuersten Produkt. Und zwar handelt es sich um die Clinique All About Ice Rich. Clinique All About Ice Rich habe ich euch schon ganz oft gezeigt. Ist mein absoluter heiliger Gral, was die Augenpflege angeht. Ich werde es mir jetzt aber erstmal nicht mehr kaufen. Ihr seht, es ist fast leer. Es ist wirklich nicht mehr viel Produkt drin und ich habe diese Creme auch schon ganz oft leer gemacht. Früher habe ich die All About Ice genommen und dann bin dann so circa nach einem halben, dreiviertel Jahr bin ich dann auf die Rich umgestiegen, weil sie tatsächlich noch reichhaltiger ist. Und das ist sie auch. Gerade, also sie funktioniert für mich nur abends, nicht morgens unter dem Make-up. Die Zeit habe ich nicht, diese Creme einziehen zu lassen. Und aber abends, nachdem ich mein Augen-Make-up runtergenommen habe und ich bin jemand, ich verwende jeden Tag Mascara. Ich benutze nicht jeden Tag Make-up, also bei weitem nicht, vielleicht zwei, dreimal in der Woche und wenn ich drehe, natürlich meistens auch. Aber zwei, dreimal in der Woche und Mascara jeden Tag. Und na, dann natürlich ganz oft auch Eyeliner oder Wimpern. Ach, Wimperntusche sei schon. Wimperntusche gleich Mascara. Lidschatten, genau. Lidschatten habe ich gesucht. Und das nehme ich natürlich mit einem ölhaltigen Augen-Make-up-Entferner ab, weil ich da nicht so lange reiben muss. Nicht ölhaltige Augen-Make-up-Entferner kannst du natürlich auch nehmen. Das Problem ist nur, ich reibe dann mehr und dann nehme ich lieber gleich die mit Öl, weil das besser funktioniert. Danach ist meine Haut grundsätzlich gereizt unter den Augen. Und da merke ich bei dieser Creme sofort, mein Gott, es entspannt sich sofort, es fühlt sich sofort gepflegter an. Und das tut sie auch. Also sie pflegt wirklich wahnsinnig gut. Das Problem ist allerdings, dass Clinique Tierversuche macht. Die gehören außerdem zu Estée Lauder, die auch Tierversuche machen. Und deswegen möchte ich jetzt erstmal nicht mehr darauf zurückgreifen. Dazu kommt, wie gesagt, ich habe es mir hier aufgeschrieben, es ist nicht unhöflich, ich kann mir diese ganzen Informationen nur nicht merken. Diese Creme hat unheimlich viele, für meinen Geschmack, im Verhältnis auch zu allen anderen Produkten, die ich getestet habe, sehr bedenkliche und bedenkliche Inhaltsstoffe. Natürlich nochmal doppelt, dreimal so viele nicht bedenkliche. Ne? Also ich möchte auch keinen Blödsinn erzählen. Da ist zum Beispiel Paraffin drin und Paraffin gilt, Paraffin ist ein Erdölerzeugnis und kann damit krebserregend sein. Es ist Mikroplastik drin, es ist Palmöl drin. Mikroplastik landet in unseren Weltmeeren, Palmöl wird in den Regenwäldern gewonnen und die werden abgeholzt und das ist alles wichtig für ja, für unsere Natur. Ich weiß, ich produziere unheimlich viel Plastikmüll, aber irgendwo muss man ja mal anfangen und
jetzt erstmal keine Produkte mehr zu kaufen, aufbrauchen auf jeden Fall, die diese Inhaltsstoffe in sich tragen, aber ich werde versuchen, sie nicht mehr wieder nachzukaufen, vor allen Dingen nicht in der Masse. Ja, und dann ist hier PEG 100 drin, das kann die hauteigene Barrierefunktion schwächen und das ist natürlich auch so eine Sache, wenn meine Haut dann nur noch funktioniert, wenn ich diese unheimlich teure Creme verwende, weiß ich auch nicht, ob das auf Dauer das Richtige für mich ist. Fazit, sehr gute Augencreme, sehr teuer, muss ich wirklich sagen, also zwischen 29 und 35 Euro, je nachdem, wo ihr sie einkauft. Teilweise kriegt ihr sie vielleicht auch mal für 27, 28, wenn ihr einen tollen Rabattcode gefunden habt, aber alles in allem ein sehr, sehr teures Produkt, das zwar toll pflegt, aber auch wirklich auf Kosten anderer, wenn ihr versteht, was ich meine. Dann habe ich vor einiger Zeit, achso, was ich noch dazu sagen wollte, ist, alle Augencremes, die ich getestet habe, habe ich über mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate getestet. Also die Clinique All About Ice Rich benutze ich seit, keine Ahnung, 2 Jahren oder so. Die anderen Cremes habe ich 1 bis 2 Monate getestet und die eine Creme von Hildegard Brockmann, die ich euch gleich noch zeigen werde, auch über 3 oder 4 Monate, weil wahnsinnig viel drin ist und ich sie schon mal leer gemacht habe. Diese hier von Judith Williams, das ist die Phytomineral Intensiv Eye Cream. Die habe ich mal zugeschickt bekommen vom lieben Christian zusammen mit einer Gesichtspflege, die sowohl für tags als auch für nachts ist. Die Gesichtspflege an sich finde ich ganz gut. Diese Augencreme finde ich unterirdisch. Obwohl, das ist total übertrieben, weil sie tut einfach nichts. Ob ich sie verwende oder nicht, ist es, als würde ich nichts auf meine Augen auftragen. Sie funktioniert damit natürlich auch super unter Make-up, weil sie einfach überhaupt keinen Effekt hat. Was ich sehr, sehr schön finde, im Gegensatz zur Clinique, ist, dass sie kein Pöttchen ist, sondern ihr könnt es wirklich gezielt aufbringen. Wenn ich das so auftrage, macht die auch einen ganz guten Eindruck, also sie zieht unheimlich schnell ein, aber sie pflegt irgendwie gar nicht. Und es wird damit geworben, dass diese Serie besonders hautglättend ist, dass man ganz schnell einen Effekt hat und sie einfach großartig sein soll. Und das ist sie einfach nicht. Und ich finde, das kann man dann auch sagen. Was steht hier? Hier ist auch Paraffin drin, also auf Mineralölbasis ist auch Mikroplastik drin und Palmöl. Und sie ist nicht vegan und ich habe null darüber gefunden, ob diese Gesichtspflegeserie von Judith Williams oder ob die Judith Williams Pflegeprodukte Tierversuche machen oder nicht, befürworten. Keine Ahnung, ich habe nichts dazu gefunden, das finde ich sehr, sehr schade. Pflegen die zarte Augenpartie mit einer intensiven Creme, die für sichtbare Erfolge sorgt, das ist einfach eine falsche Aussage. Ich habe auch auf der Seite, ich glaube HSE war das, weil Judith Williams wird über HSE diesen TV-Shopping-Kanal vertrieben oder sie vertreibt da. Und sie hat bestimmt ganz tolle Produkte rausgebracht, aber bei dieser Augencreme muss ich ganz klar sagen, die taugt nichts. Also die würde ich mir nicht kaufen. Preislich ist die in Ordnung, also 100 Milliliter von der Creme kosten 100 Euro. Hier sind 15 Milliliter drin, also 15 Euro umgerechnet. Die gab es wohl im Doppelpack und dann kostete sie 30. Sie war jetzt zum Schluss war sie ausverkauft, das bedeutet aber nicht, dass sie nicht wieder reinkommen könnte. Also die Phytomineral Intensiv Eye Cream von Judith Williams kann ich ganz klar empfehlen, weil ihr braucht kein Geld ausgeben für ein Produkt, das einfach null Effekt hat. Muss ich ganz klar sagen, ist der absolute Verlierer in meinem Augencreme-Vergleichstest. Da ich gerade schon von der Hilde gesprochen habe, möchte ich sie hier auch gleich zeigen. Und zwar handelt es sich um die Hildegard Brockmann Exquisit Augencreme. Das ist für mich von den intensiv pflegenden Nachtcremes, ich erkläre gleich, was ich damit meine, das günstigste Produkt. Die kostet, ich schaue mal eben, 15 bis 18 Euro bei 30 Milliliter. Ich finde, das ist ein unschlagbarer Preis. Diese Creme ist unheimlich, wie soll ich das sagen, pflegend. Sie ist so von der Konsistenz wirklich sehr, sehr dick. Sie braucht relativ lang, bis sie eingezogen ist. Und deswegen taugt sie wirklich überhaupt nichts unter Augen-Make-up. Es sei denn, ihr tragt es wirklich ganz, ganz leicht auf. Ganz, ganz, ganz leicht nur auftupfen zum Tupfen. Und dann wartet ihr. Ich habe diese Zeit morgens nicht. Und deswegen funktioniert das für mich nicht. Wenn ihr nur diese Creme tragt und dann kein Make-up drüber, einen Concealer oder ähnliches, funktioniert es natürlich auch für morgens, ohne Frage. Aber mit Make-up drüber ist sie einfach viel, viel zu reichhaltig. Was natürlich großartig ist. Also ich habe diese Creme schon mal komplett leer gemacht und auf sie aufmerksam geworden bin ich durch die bezaubernde Claudia vom Kanal Make-up Zauber. Sie hat mit ihrer Mutti einen Augencreme-Vergleichstest gemacht und diese Augenpflege von Hilde
hat haushoch gewonnen. Und da wurde ich natürlich neugierig. Das Video ist, glaube ich, 1,5 Jahre alt. Wenn ich das finde, verlinke ich euch das auch in der Infobox, was da sehr, sehr süß gemacht. Diese Creme ist wirklich fantastisch und tierversuchsfrei. Das will ich mal gleich am Anfang erwähnen. Das wurde auch sofort gezeigt. Hat auch leider 3 sehr bedenkliche oder bedenkliche Inhaltsstoffe. Es ist Mikrokristallinwachs drin und Paraffin. Das ist beides auf Erdölbasis und damit möglicherweise krebserregend. Es ist Palmöl enthalten und da ist irgendwas drin, dass die... Dass Duftstoffe drin, die wohl ein bisschen schwierig sein könnten, wenn ihr Kontaktlinsenträger seid. Habe ich jetzt keine Erfahrung mit, weil ich trage keine Kontaktlinsen. Ich habe das Problem damit nicht. Nur das solltet ihr wissen, wenn ihr euch diese Creme angucken möchtet. Eventuell könnte das ein Problem geben, dass es vielleicht so ein bisschen eintrübt, aber genau weiß ich es nicht. An sich eine richtig, richtig tolle Augencreme, die ich wirklich sehr empfehlen kann. Und für die Nacht wird das jetzt erstmal mein Favorit sein, weil sie, wie gesagt, sehr, sehr reichhaltig ist. Meine Haut auch danach sehr, sehr entspannt ist. Ob sie jetzt genauso gut von der Pflege ist wie die von Clinique, weiß ich jetzt nicht. Also gefühlt ist die von Clinique noch ein bisschen reichhaltiger. Aber ich achte jetzt einfach mal auf das, was die an positiven Eigenschaften mitbringt, die der anderen überlegen sind. War das vernünftiges Deutsch? Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Preis-Leistungsgewinner in jedem Fall. Der absolute Hammer. Dann möchte ich euch ein Produkt zeigen, von dem ich hin und weg bin. Und das sage ich nicht, weil mir das kostenlos zum Testen zur Verfügung gestellt wurde. Und zwar wurde ich angeschrieben vom lieben André vom Kanal Arganölzauber. Und zwar hat er mich angeschrieben, ob ich Lust habe, seine Augencreme zu testen. Und das Ganze war auch nicht an irgendwelche Bedingungen geknüpft. Also ich bekomme dafür kein Geld, dass ich das in die Kamera halte, sondern ich habe einfach nur diese Creme zugeschickt bekommen. Er hat gesagt, ich soll sie testen und wenn ich sie dann erwähnen möchte, dann darf ich das gerne tun. Und ich möchte sie unbedingt erwähnen, weil sie einfach richtig gut ist. Ich habe schon einiges zum Testen zugeschickt bekommen. Ich habe zum Beispiel von einem China-Shop habe ich schon, oder von 2 China-Shops habe ich schon Kleidung zugeschickt bekommen, die so grottenschlecht waren, dass ich ganz ehrlich beim Hersteller oder beim Versender angefragt habe, ob ich da wirklich meine ehrliche Meinung sagen soll oder ob wir es einfach vergessen wollen. Natürlich wollten sie es vergessen. Ich habe Clip-in-Extensions zugeschickt bekommen, die am Anfang einen total guten Eindruck machten. Nachdem sie dann einmal gewaschen habe, um diesen Plastikgeruch rauszubekommen, war das einfach nur noch Gürze. Und das sind so Sachen, die zeige ich euch dann nicht. Aber wenn ich Sachen richtig gut finde, dann möchte ich sie euch auch unbedingt zeigen. Und zwar handelt es sich um diese Augencreme von Arganölzauber. Das ist eine Augencreme, die enthält 10% Arganöl und außerdem ist Mandelöl und Shea Butter enthalten. Das ist, spendet nachhaltig Feuchtigkeit und Nährstoffe, mindert Trockenheitsfältchen. Und was soll ich sagen, das tut sie definitiv. Das ist eine schöne, wundervolle, leichte Konsistenz. Für mich mein absoluter Gewinner, was die Verpackung angeht, weil mit diesem Pumpkopf das Ganze wird nach oben gedrückt. Das heißt, es bleibt am Ende auch nicht wahnsinnig viel Produkt drin, wie bei so anderen Glasfläschchen, die man schon mal hat. Man muss nicht mit dem Finger rein und ich finde das finde ich richtig gut durchdacht. Absolut großartig. Sie ist sehr, sehr leicht in der Konsistenz und trotzdem sehr pflegend. Ich kann die morgens unter meinem Make-up aufbringen. Ich tupfe die dann auf. Mache dann meine Gesichtspflegeroutine weiter, also bringe dann mein Serum auf, beziehungsweise ich bringe mein Serum auf, dann die Augencreme und während die Augencreme einwirkt, bringe ich meine Gesichtspflege auf, während die einwirkt, wirkt dann alles zusammen, zwei, drei Minuten ein, dann kann ich schon meinen Primer aufbringen, wenn ich Make-up trage oder tatsächlich meine BB-Cream, wenn ich überhaupt was im Gesicht trage und die macht was. Ich kann es nicht genau erklären, also sie... Unter Augen-Make-up, also unter Concealer, ist sie wahnsinnig pflegend. Ganz oft habe ich das, also ich habe wirklich Trockenheitsfältchen unter den Augen, weil ich früher wahnsinnig viel ins Solarium gegangen bin und nie Sonnenschutz getragen habe, wirklich nie. Es konnte draußen 30, 35 Grad sein. Ich bin in die Sonne gegangen, der einzige Schutz war eine Sonnenbrille, aber das ist nun mal nicht genug fürs Gesicht. Und wenn ich die auftrage und ihr seht ja, wie viel Produkt da schon raus ist, also sie ist wirklich ein Drittel aufgebraucht und im Disclaimer steht drin, wenn ihr die, da sind 30 Milliliter drin und wenn ihr die zweimal am Tag aufbringt, reicht die für 2 Monate.
Ich habe sie am Anfang morgens und abends getestet, habe dann aber festgestellt, für abends reicht es mir nicht ganz, weil es war ja jetzt noch nicht so wahnsinnig warm und viel Heizungsluft und so weiter. Da war sie mir nicht ganz reichhaltig genug, aber unter Make-up und ich glaube auch im Sommer, ich habe sie jetzt die letzten Tage auch wieder morgens und abends getragen, weil sie vollkommen ausreichend, weil es nicht mehr so kalt ist, die Heizung nicht mehr ständig an sind. Und das ist eine ganz, ganz fantastische Creme. Und auch da habe ich mir natürlich die Beschreibung aus dem Internet rausgesucht. Also wie gesagt, 30 Milliliter Augencreme. Im Moment gibt es die für 21,90 €, sonst kostet sie 24,90 €. Und der liebe André hat mir, beziehungsweise ich habe ihn gefragt, ob ich vielleicht einen kleinen Rabattcode für euch bekommen könnte. Und das bedeutet, wenn ihr auf der Seite bestellt, es gibt da im Übrigen nicht nur Augencreme, sondern auch Gesichtspflege, Haarpflege und so weiter, alles auf Basis von Arganöl. Also wirklich, die beschäftigen sich wirklich mit dem Thema. Und 10% Arganöl ist für so ein Gesichtspflegeprodukt richtig, richtig gut. Und ja, was wollte ich sagen? 10% Rabatt lohnt sich also, gerade weil sie jetzt aktuell auch nur 21,90 € kostet, da 10% runter. Habt ihr richtig lange was davon, weil es sind 30 Milliliter drin. Sie ist komplett ohne Tierversuche, was ich großartig finde, habe ich glaube ich auch schon gesagt. Dann habe ich sie gecheckt. Es ist kein einziges bedenkliches oder sehr bedenklicher Inhaltsstoff enthalten. Es ist ohne Silikone, ohne Parabene, ohne PEG, ohne Mineralöl und ohne Farbstoffe. Ganz ehrlich, Bombenprodukt, das ich euch absolut ans Herz legen möchte. Und mein absoluter, ja, wie soll ich das sagen? Testsieger? Testsieger ist das richtige Wort. Vor allem für morgen. Ich werde sie jetzt auch im Sommer auf Herz und Nieren testen. Hier sind noch zwei Drittel drin und ich habe noch eine zweite Flasche. Und ja, werde euch auf jeden Fall informieren. Die wird auf jeden Fall weiter in Gebrauch bleiben, weil die einfach mal richtig fantastisch ist. Ich habe mir gerade überlegt, dass ich habe ja zwei Fläschchen zugeschickt bekommen und in der einen sind hier noch zwei Drittel drin und damit dann auf jeden Fall noch genug Produkt für die nächsten 2, 2,5 Monate, dass ich euch die verlose. Und ich kann die dann ja nachkaufen, ist ja kein Problem. Das bedeutet, ihr könnt die gewinnen und ihr könnt euch selbst davon überzeugen, wie großartig die ist. Ich lasse diese Verlosung laufen bis nächste Woche Mittwoch. Schreibe ich aber auch nochmal in die Infobox mit rein. Ihr solltet natürlich Abonnent meines Kanals sein. Seid ihr es noch nicht, drückt auf den Abonniert-Button und dann seid ihr natürlich dabei. Und schreibt mir einen lieben Kommentar, was aktuell eure liebste Augenpflege ist. Ja, das würde mich interessieren. Und Daumen nach oben schadet auch nicht, auch wenn ich es nicht nachkontrollieren kann. Ne? Aber schaden kann es ja trotzdem nicht. Ja. Das auf jeden Fall mal so zwischendurch, habe ich mir gerade überlegt. Und das letzte Produkt ist von Balea. Und zwar handelt es sich um die Ultra Sensitive Q10 Antifalten-Augencreme. Die kostet mit 15 Milliliter 2,95 € und ist damit das erschwinglichste aller Produkte. Was ich zu diesem Produkt sagen kann, es ist auch Mikroplastik und Palmöl drin und das muss nicht sein, aber ist es nun mal. Also das sind schon mal zwei Inhaltsstoffe, die nicht unbedingt sein müssten. Aber grundsätzlich gibt es an dem Cremchen nichts auszusetzen. Ich persönlich glaube, wenn ihr so, ich würde sagen, 25 bis 30 seid, kann die ausreichen für morgens unter eurer Gesichtspflege, unter eurem Make-up. Bei mir reicht die definitiv nicht mehr. Es ist von Balea Med, die Q10 Antifalken-Augencreme, habe ich glaube ich gerade schon gesagt. Vom Preis ist sie echt in Ordnung. Sie ist auch ohne Parfüm, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, da gibt es nichts auszusetzen. Mit Q10, Vitamin E, Panthenol und Allantoin. Also wirklich eine ordentliche Augencreme. Aber ich glaube nicht, dass sie wahnsinnig geeignet ist für Häutchen über 30, wenn ihr versteht, was ich meine. Vor allen Dingen, wenn man schon mit Trockenheitsfältchen zu kämpfen hat. Die Creme habe ich jetzt auch über einen Monat getestet. Das ist jetzt, also bevor ich die Arganöl-Zaubercreme getestet habe, ist ungefähr halb leer. Und ich werde sie auch noch leer machen, weil sie ist nicht schlecht. Aber sie ist was für den Frühling, würde ich sagen, vielleicht noch für den Herbst. Aber definitiv auf gar keinen Fall reichhaltig genug für alle, die mit Trockenheitsfältchen zu kämpfen haben und Ü30 sind. So, das waren jetzt die Produkte, die ich über die letzten Monate, teilweise sogar Jahre getestet habe. Und ganz klare Sieger für mich sind auf jeden Fall die Arganöl-Zauber-Augencreme für morgens. Und die Hildegard Bregmann Exquisit Augencreme für abends. Auch wenn ich die andere Creme hier, die Clinique All About Ice Ridge, richtig toll finde und sie euch immer wieder als Favoriten gezeigt habe, werde ich sie mir nicht mehr nachkaufen wegen der Tierversuche. Die hier, die ist einfach für nichts gut. Also ob ihr sie verwendet oder nicht, ist egal.
Und die hier ist für mich leider nicht reichhaltig genug, die von Balea. Diese beiden hier kann ich aber sehr empfehlen. Und was soll ich sagen? Also ihr macht damit auch keine, nichts Schlechtes. Also, die hier für abends, die Hildegard Bräukmann Exquisite Contour Eye Cream. 30 Milliliter zwischen 15 und 18 Euro. Und für morgens unter dem Make-up und vielleicht auch im Frühling, Sommer, wenn ihr jüngere Haut habt als ich und noch nicht so trockene Haut habt, wird die euch auch abends reichen, weil sie wirklich, obwohl sie eine dünnere Konsistenz hat, sehr, sehr reichhaltig ist. Finde ich die auch Bombe für 20 Euro, 22 Euro, wie gesagt, mit Rabatt dann jetzt 20 Euro bei 30 Milliliter. Mit diesen Cremes würde ich sagen, wenn ihr die beide kauft und morgens und abends verwendet, kommt ihr auf jeden Fall 4 Monate, 5 Monate hin. Und dann sind 40 Euro doch sehr, sehr gut investiertes Geld, wenn ich überlege, dass man das allein hierfür schon bezahlt und da sind nur 15 Milliliter drin. Ich hoffe, euch hat mein kleines Video ein wenig gefallen und ihr zerfleischt mich nicht in den Kommentaren. Es sind meine persönlichen Meinungen, es ist meine persönliche Meinung, es sind meine Empfindungen für die Produkte und mich bezahlt keiner für meine Meinung. Die Meinung ist nicht, also nicht gekauft, sondern das, was ich im Laufe des Tests oder der Testzeit in den letzten Monaten und Jahren festgestellt habe. Und ich schreibe euch in die Infobox natürlich den Rabattcode von Arganölzauber. Und ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich beim lieben André, dass ich das tolle Produkt testen durfte. Und hoffe, ihr schaltet wieder rein. Gebt den Daumen nach oben, ein Video. Ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ich hoffe, wir treffen uns wieder in den Kommentaren und schreiben ein wenig. Ich freue mich drauf und bis ganz bald. Tschüssi!